Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu meinem ersten YouTube-Video. Und erschreckt nicht gleich, die Soundqualität ist der letzte Rotz. Ich weiß, ich will es euch gerne in diesem Video demonstrieren und es wird im Laufe des Videos auch viel besser werden. Und zwar habe ich, momentan spreche ich noch über mein Headset von SteelSeries. Danach werde ich auf das Snowball Ice Blue wechseln. Und zu guter Letzt werde ich die Tonspuren auch nochmal bearbeiten. Los geht's jetzt aber, wie gesagt, nochmal mit einem kleinen Soundcheck hier zum Headset. So, das ist die Aufnahme beim Headset. Das, was ich die ganze Zeit auch bei Twitch am Laufen habe. Und ihr hört schon dieses eklige Hintergrundgeräusch. Und auch die Soundqualität lässt wirklich zu wünschen übrig. So, das ist jetzt die neue Aufnahme mit dem Snowball Ice Mikrofon, was ich mir die Tage zugelegt habe. Und ihr hört es schon, die Soundqualität ist, ohne überhaupt an der Audiospur was umgestellt zu haben, ohne überhaupt das Mikrofon in einer richtigen Position gestellt zu haben. Momentan steht es einfach nur so 15 cm vor mir. Ist schon eindeutig die Soundqualität zu hören. Und auch die nervigen Hintergrundgeräusche, die ihr gerade vom anderen Mikrofon gehört habt, von meinem Headset, sind komplett weg. Ich bin mal eben kurz ruhig. Ja, die Geräusche sind komplett weg. Die Tonspur zeigt es an. Kein einziges Geräusch wird hier übertragen. Natürlich, wenn ich ein bisschen im Hintergrund hier wühle, könnte sein, dass wenn ich zum Beispiel jetzt hier meinen Schlüssel fallen lasse, da schlägt die Kurve natürlich extrem aus. Mal sehen, ob ich das noch ein bisschen einstellen kann, sodass die Hintergrundgeräusche komplett weggehen. Schlüssel war jetzt natürlich ein hartes Beispiel, aber wenn ich hier so ein bisschen mit der Maus klicke oder auf den Tisch haue, sind die Geräusche natürlich da und das probiere ich noch ein bisschen einzustellen. So, in diesem Moment hört ihr die Aufnahme mit dem Snowball Ice und noch mit der bearbeiteten Tonspur. Ja, ich bin da gerade noch mal ein bisschen bei gewesen, habe noch ein paar Feineinstellungen getroffen. Ich bin zwar da auch kein Experte, aber ich denke, dass die Stimme noch mal deutlich besser geworden ist. Sie kommt wärmer rüber, sie kommt etwas klarer noch rüber. Wenn ich das mit meinem Headset vergleiche, was ich gleich im Anschluss nochmal im Härtetest machen werde, da werde ich die drei Tonspuren nochmal kurz hintereinander abspielen. Da werdet ihr nochmal deutlich hören, was alles mit einem Mikrofon, was alles mit einer bearbeiteten Tonspur so drin ist. Ja, und ich bedanke mich auch fürs Zusehen. Lasst euer Feedback gerne da, schreibt eure Comments, klickt Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr möchtet. Hier nochmal zum Vergleich die Audiospur mit meinem Headset. Jetzt hier nochmal die Audiospur mit meinem Snowball Ice unbearbeitete Tonspur. Und zu guter Letzt auch mit der besten Soundqualität Snowball Ice mit bearbeiteter Tonspur mit richtigem Abstand zum Gesicht bzw. zum Mund. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst euer Feedback da. Ich freue mich auf die nächsten Videos mit euch. Ciao, ciao. Mach's gut. Bye, bye.